Welcome to the T100. This week we are at the sunny Ibiza. The race consists of 2 km swim, 80 km bike, and for the big final, 18 km of running. Month of hard working has led up to the moment, and the day is almost here. Alles im Start. Alles heiler. Groß. Jetzt das Wichtigste. Natürlich ist mein Fahrrad so, wie es sein soll. Sieht skeptisch aus gerade. Nein, ich muss einfach nur alles erstmal rausmachen. Ich habe das ja 100-fach gesichert. Man weiß ja nicht, was kommt, ne? Ah, wie geil, der Helm, der passt da auch rein. Ich hätte auch noch mehr rein tun können. Also dieses Bikepack ist gerade ausverkauft, kommt aber wieder, das weiß ich schon von Kenny. Und wenn es wieder kommt, ich sag's euch, holt es euch. Das ist einfach Lifesaver und das Beste, was ihr machen könnt. Wichtig immer, die Bremsen natürlich, dass das vernünftig funktioniert. Das ist aber ein bisschen nass geworden. Ich weiß nicht, wieso, haben die da drauf gespuckt oder was? Jetzt Donnerstag. Wir sind schon seit Dienstag hier auf Ibiza und gestern stand noch mal eine Koppeleinheit an. Das Video von gestern findet ihr in der Videobeschreibung und die Koppeleinheit war, ja, was da passiert ist, das seht ihr dann auch im Video. Jetzt steht 5 Kilometer Aktivierungslauf an und da werden wir dazu einfach mal den Streckencheck ein bisschen machen, gucken, was da so geht. Ich werde mal meine Gedanken teilen, also von daher schauen wir mal. We'll be right back.
So, diese Einheit sollte leicht sein, nicht schwer und auch nicht mäßig. Es war nicht leicht und nicht schwer. Also gucken wir mal. Heute steht noch an, eigentlich gar nichts. Ich überlege aber, ob ich einfach kurz noch so 10 Kilometer auf dem Bike einfach nur so ein bisschen reinfahre. Das machen wir spontan. Sonst passiert aber heute nicht viel. Viel entspannen, Sonne genießen, Energie tanken. Das ist es eigentlich. Und dann sehen wir uns morgen. Und dann Sofa. Freitag früh, was steht heute noch auf dem Plan? Ganz entspannt noch mal eine Runde schwimmen morgens, ein paar Meter sammeln, mit dem Gewässer vertraut machen und dann Startunterlagen abholen. Morgen entspannt das Profi-Race angucken. Deswegen, wir haben es jetzt 7.30 Uhr knapp. Sieht schön aus, bisschen windig, packen wir's. Ich muss sagen, aber es ist die beste Schwimmkappe. Ja? Es ist die beste Schwimmkappe. Ehrlich, ne? So, pack mal's. Salzwasser, wir werden keine Freunde. Pfui, Deibel. Eklig. Einfach nur eklig. Wie viel bist du geschwommen? 1,5. Eigentlich muss ich 2 voll machen, aber ich habe schon gemerkt, dass hier alles offen ist. Ja, das bringt nichts. Tun deine Ohren noch weh, oder? Nö, das ging alles. Aber es ist eklig im Geschmack her, oder? Ekel, wirklich, einfach nur eklig. Pack mal! Mal gucken, wann wir unser Zeug abholen müssen da. Deine Unterlagen? Ja. Ja. Ich war ein einziges Mal Hard Rock Café in San Francisco, aber war gut. Stabil. Essen war richtig gut. It's for you. I'm going to put on your first one, okay? Yeah. Perfect. And now with your beep on, you have to go there. You will give them your envelope, your size is M, and they will fit this. And I will give you one of them after race box. Okay? Thank you so much. Seid ihr ready, um euch was richtig krass zu zeigen? Zeig mal. Ja?
Ey! Und was sagst du so zum Rucksack? Weiß ich nicht. Mich stört eher die Kappenfarbe. Das ist chillig? Na gut, 300 Euro kriegst du dann ein bisschen was, wa? Pack mal! Triathlon wristband. I have also the black wristband, not the Ironman, like a normal one. Really? Yeah. I don't know, I saw this when you guys did the Ironman. It's so much easier actually, yeah, for the marathon. Because I might take off my Vesta. I don't want to do it like last marathon, it was shit. Kurzes Feedback zum ganzen Gedöns, das du bekommen hast. Ja, so im Vergleich zum Ironman, das muss man einfach mal so sagen, ist es natürlich schon mau, ne? Also auch so die Organisation und so weiter, so richtig, sage ich euch ehrlich, ist das so, weiß nicht, ein bisschen komisch noch. Race Briefing, all diese ganzen Sachen. Also man merkt, es ist noch nicht so wirklich für Amateure angekommen. Absolut nicht. Aber man muss ihm vielleicht auch Zeit geben, weißt du? Ja, klar. Also, Gucken wir mal. Was steht noch an bei dir? Ich gehe gleich noch kurz aufs Bike. Einfach möchte ich meine Beine ein bisschen vertreten. Dann habe ich tatsächlich mir noch eine Beinmassage gebucht für 30 Minuten, so ganz entspannt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Und dann ein bisschen Sonnen noch. Dann gehen wir noch was essen. Dann mache ich noch Coachings, damit ich die alles fertig habe, damit ich morgen nichts machen muss. Und sonntags nichts machen muss, kann ich ja dann eh nicht. Und das war's. Geil. Das ist der Tag. Nice. I'm supporting. Additional. Bike Upper Sticker. Aber wo? Das würde ja am meisten Sinn machen, oder? Upper Sticker. Ich habe gesehen, dass die Leute beim Helm das an der Seite hatten. Wir sind drei. Ein vorne und zwei an die Seite. Steht das da vielleicht in dem Dings rein? Aber dass das so hinten flattert, ne? Das ist wie beim Ironman. Ein Kleber basteln. Ich würde es so lassen. Komm, so ein bisschen Anstand haben wir schon noch. After Race Bag. Leute, der ist viel zu lang. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich den brauche, aber das ist halt der Unterschied. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel beim Ironman. Du hast für jeden einen einzelnen Beutel. Ich glaube ja, ich habe so Kästen gesehen, dass jeder so einen Kasten hat zum Der Raceback lauer. Jetzt müssen wir gucken. Also dreimal Helmet. Also die Profis hatten das an der Seite und vorne. Ja? Ja. Ja, okay. Dann machen wir das. Wir sind ja wie die Profis hier, weißt du? Deswegen machen wir das so. Das ist halt immer so ein bisschen doof eigentlich, weil die Helme sind meistens so geschwungen, dass es immer scheiße aussieht, wenn du das drauf machst. Schau mal vor, du hast Sponsoren auf deinem Helm. Finde ich ein bisschen verarscht. Ich sag, das, also die Sticker kannst du nicht schön machen, das geht gar nicht. Einfach drauf klatschen. Seite, aber die mache ich so an die Seite. So. Ja, hier so. So ist cool. Als Wettbewerb gewinnen wir nicht. Juckt! Dafür Edge Group Erster. Tschüss! Klar, warum nicht? So. Hätten wir das. Wer die geilste Farbe von der Kappe? Richtig.
Aber ist sie gut? Ist ja immer so eine Sache. Bei Iron Man ist sie ja immer so, muss man ja gestehen, ein bisschen scheiße. Das ist eine gute. Die ist schon. Sieht geil aus, sag ich dir. Sieht geil aus. Ehrlich, ist. Der Mann mit dem pinken Kondom auf dem Kopf. Ich sag dir ehrlich, ich fühle die voll. Ich finde die voll geil. Aber eng ist sie schon. Also. Für die Arme, für die Ohren. Witzig. Geil. Das war's schon, oder? Bike is ready. Wenn du welche Reifen noch gefunden hast, dann sagst du Bescheid, ich bin ja morgen noch anfangen. Bike Check-in. Ist noch sehr heiß eigentlich, deswegen ein bisschen Luft lasse ich nochmal runter. Morgen pumpe ich das nochmal auf. Ich hoffe, das steht ein bisschen im Schatten, aber ich denke schon. Es wird, ja. Es wird. Dann Akkus ab, Computer ab. Ich habe morgen früh auch nochmal eingecheckt und dann gibt es nur noch was zu essen. Achso, meinen Tracker bekomme ich dann auch noch. Dann gibt es nur noch was zu essen und dann. Haja! Und morgen ist dann endlich das Rennen. Morgen ist, also ich bin auch schon echt ein bisschen unruhig, muss ich tatsächlich sagen. Weil es ist einfach so, wenn du so low trainierst die ganze Zeit, willst du irgendwann hast du diesen Moment, wo du sagst so, und jetzt, gib ihn. Mhm. Ich freue mich auf das Feeling, wenn alles gut läuft morgen. Und du einfach diesen Drive hast, so. Bam! Das machen wir jetzt. Morgen. So sieht's aus. Danke. Lass mir nicht zu viel raus. Wollen nicht, dass wir die Scheiße wieder haben, wa? Du, wer hat Platz gedacht? Wieso hätte einer Platz seinen Dings abgemacht? Hast du es gehört? Dann hat er seine Luft rausgelassen und ich denke mir so, ist das bei mir? Nur 50 plus nochmal 60. 210. Hä? 210. Durch 3. 77. Mhm. Das ist das Fahrrad. Dann habe ich noch mehr. Das sind die 90, die ich auf jeden Fall beim Laufen benutzen werde. Und einen habe ich schon im Fahrrad. Zünden wir. Das wird jetzt mal, das wird dann nämlich gezündet. Ja, ja. So ein Ding nämlich. Was drin. Das ist perfekt alles abgetimt. Und ich trinke noch einen Red Bull. Davor. Und nach dem Laufen. Vor dem Laufen. Das ist gut. Nein! Ich bin morgen so. Ja, was soll ich sagen? Gute Nacht. Ich hab hier noch gegessen. Ich hab richtig plain stuff. Geholt. Reis. Karotten.
bisschen Hühnchen. Und dann morgen. Buh! War gut. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt auf meine Recovery. Das lassen wir uns, da lassen wir uns überraschen. Wie das heute Nachmittag aussieht, schauen wir mal. Wetsuit oder nicht? Also wir gehen einfach mal locker an die ganze Sache ran, gucken ein bisschen auf die Insel, auch wie es einem geht und wie das alles funktioniert und wie man klarkommt und dann schwimmen, da kannst du nicht viel rausholen. Da lieber ein bisschen lockerer machen. Auch wegen den Höhenmeter auf dem Bike und sowas. Da lieber nochmal ein bisschen Suche und dann auf dem Bike gucken, was geht. Und beim Laufen einfach alles ausknallen, was noch irgendwo im Tank ist. It's all in your hands right now. You've done all the training. This is your day. So enjoy it. It's a gorgeous day. You're in Ibiza. So what could be better than that? So ein kurzes Zwischenergebnis für euch. Alex hat das Schwimmen in 41:41 beendet. Heißt durchschnittliche Pace von 2 Minuten 5. Jetzt ist er hier auf der Fahrradstrecke und aktuell schon einmal am Turnpoint vorbei. Fährt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 36,9. Absoluter Killer. Der sieht doch noch gut aus. Ja. Fresh. Das war doch was, ne? Die Zeit muss sein. Zusammen rein hier, wa? Ich hol dich gleich. Der war so nett zu dir und du so, ich hol dich gleich. Heute ist keine Zeit, um Freundschaften zu schließen. Heute ist Zeit zum Rasieren. War ein Kurs, wa? War gut, ja? Einfach mal schön 37er Schnitt. Was sagst du dazu, hä? Das war sehr stabil. Wie mit da sein Cousin? Komm mal. Komm mal. Was muss noch los? Ready? Endgegnermodus an. Geil. Gib ihn. Let's go. Sehr wie letztes Jahr. Also, ich glaube, kommt mal hier. Komm, Junge, komm, 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 komm!
fin de semana del mes de septiembre, tenéis un 35% de descuento para vuestra inscripción. Felicidades a Miguel de Teatro de las Rozas. No, absolut geil. Enhorabuena. Como decíamos, las inscripciones para el TCN Ibiza del 2025 ya están abiertas. Hoy o mañana tenéis un 31%.